Heute werden wir wieder mal rausfinden, wie krass meine Gegner in Fortnite wirklich sind. Wir werden das Ganze so machen, dass ich wieder solo ranked spiele und Alvi schaut mir dabei zu. Nach jedem Kill, den ich mache, checkt Alvi die Stats von dem Gegner. Darunter zählt, welchen Rank er derzeit hat, ob er Turniere spielt, wie viel PR er hat und ob er Earnings hat. Das Ganze war eine der verrücktesten Aufnahmen, die ich jemals mit Alvi gemeinsam hatte. Deswegen schaut euch dieses Video unbedingt bis zum Ende an. Vergesst auch auf gar keinen Fall, den Kanal zu abonnieren, damit wir dieses Jahr vielleicht noch die 100.000 Abonnenten schaffen können. Und dann würde ich sagen, rein ins Video. Viel Spaß. Runde Nummer 1. Wir gehen natürlich nach Brawlers Battleground, einer meiner Lieblingsspots, wo auch, ja, Alter, hier kommen ein paar Leute mit. Uiuiui, ui, die haben gute Drops. Okay, das könnte ein spannendes Early Game werden. Das ist gut. Oh, ich kann jetzt auch zuschauen. Geil. Ich, ja, könnte ein Problem haben. Der Stats-Tracker kommt rein. Alvi, der Stats-Tracker. Das ist vielleicht eine neue Berufung. Im nächsten Leben vielleicht. Ja. Nicht mehr YouTuber, sondern einfach Stats-Tracker. Würde ich nehmen. Mit einer guten Bezahlung? Würde ich auch nicht nein sagen dazu. Ich habe hier meine Tastatur ausgepackt, meine Maus. Hab Fortnite-Tracker offen und ich bin ready. Heute spiele ich mal Stats-Sekretär. Aber geil, ey, du bist Contestant. Das ist sehr, sehr gut. Dann haben wir unsere ersten. Gib mir! Oh! Oh! Losgehen! Oh mein Gott, ich glaub, ich kill. Das Ding ist halt, hier ist noch einer auf meiner Seite drüben. Ich muss erstmal den, glaube ich, fighten, ne? Ja, ja, genau, dich meine ich. Man kann nicht, ich hab keine Metz. Die Gletscher wäre so süß, ne? Ui. Ich treff nix. Ich treff nix! Nein, das sind zu viele Leute. Man kann kurz einen taktischen Rückzug machen. Ja, ist auch sicher so, ist auch sicher so. Oh ja, die Bären sind geil. Nice. Gleich mal gucken, ob du auf dem Clean gehst. Oh, warte, hinter dir, glaube ich. Ich habe irgendwo was gehört. Ich dachte, das irgendwo da, wo du durchgelaufen bist, durch ein Gebäude, irgendwo auf der Hinterseite jemand war. Aber da vorne, da wo bei deiner Chess ist einer. Ja, yep. Oh mein Gott, da oben ist auch einer. Oh, der kommt runter. Ist ein Hitted? Ja, 60er. Nice, nice, nice. Was war da mit dir? Nein, Problem. Oh. Nice. Der peak immer noch so lost. Bro, soll ich einen wilden Call machen? Hochbauen, Impulsen für den, weil der ist echt weg. Komm mal nicht genug ran an den. Weit genug. Denkst du? Wenn du kannst hochpassen, dann Impulsen nicht drüber. Er dreht Treppe. Oh mein Gott. Nonots, okay. Nonots, kannst du mir den Zahlen noch sagen? 6-3. Oh, wir kommen schon der Nächste. Ey, chill mal ganz kurz bitte. Wir müssen mir ganz kurz noch Sets checken von unserem Gegner. Beruhig dich kurz. Profil ist privat, Bro. Oh mein Gott. Okay, warte mal. Den Unlucky. Der hat ein offenes Profil, ich spür's. Der erste Spieler direkt privat. Das ist so bitter. Kommt noch einer. Komm, wir wollen wissen, was die Jungs hier in der Fortnite-Karriere so sich so aufgebaut haben. Oh, geil. Na komm. Von rechts, links. Oh, gestappt. Okay. Oh, Matt gefehlt, ja. Sehr gut. Wie ist er? Manuel unterstrich 5 unterstrich 2010. Okay. Manuel ja, genau. Hat folgende Stats. Und zwar sein Profil ist privat, Bro. Das kann nicht sein. Was ist los mit den Leuten hier in den Dia-Lobbys? Hä? Was ist los? Wir wollen hier ein paar Pros finden. Es gibt viele Pros, die übrigens kein Ranked spielen. Und deswegen können hier auf jeden Fall mal Pros drin sein, die richtig viele Earnings haben. Genauso wie im letzten Video, falls ihr das nicht abgecheckt habt vom Mager. Ja? Könnt ihr das auch gerne noch tun nach dem Video hier. War auch ein sehr geiles Video, haben wir einen getroffen, der richtig krass viel Earnings hatte. Schaut da gerne vorbei. Flo macht einen Infocard. Rechts oben. Wird die gerade eingeblendet. Genau, jetzt gerade draufdrücken. Oh, nee, das nicht, weil. Du drückst erstmal auf den Lobby-Button, ne? Geil. Oh mein Gott, das ist so einer, der wart nur bis er abhängen kann. Geil. Wie heißt der? Oscar-MM2006. Junge, die sind alle. Oscar. Nächste kommt schon. Oscar! Profil ist privat! Nein, das kann nicht sein. Das fass ich nicht! Nein, das kann nicht sein. Warum? Das kann nicht sein. Warum haben die alle eine Kindersicherung drin, oder was? Okay, aber das Ding ist, ich habe hier gerade noch einen Kollegen gesehen. Das ist ja der Wahnsinn. Ein alle drei, ne? Alle drei, Bro. Freunde, im Endgame, da kommen ja immer die ganz krassen Spieler. Ja? Die Leute, die Medaillons haben, die Leute, die ein bisschen länger im Game überleben. Das sind auch meistens die auch richtig gute Stats haben. Und die Leute, die man im Early Game holt, vielleicht auch noch im Mid Game, das sind nicht die Besten. Das bedeutet, ganz am Ende vom Video, ja, beziehungsweise ganz am Ende der Runde jeweils, sehen wir auch die besten Gegner, an die Flo ran muss. Das bedeutet, bleib dran. Ja? Bleib dran, weil das ist, das wird geil. Das wird geil. Er steppte die ganze Zeit irgendwo und ich weiß nicht, wo er steppt. Oh ja, da ist er. Oh mein Gott. Avatar-Skin. Wir sagen, oh ja, läuft weg. Ach komm, Mann. Oh, oh, oh. Na, jetzt mehr. Auf den Kohl. Junge, das sind die größten Schwitzer hier. Ich dachte wirklich, dass er einfach nur weglaufen will. Er dreht sich um und der gefühlt einen Warm-Pump. Wehe, du fährst jetzt weg. Der fällt weg. Schade. Nein! Schade. Avatar, du kannst gerne weg. Du hast aber keine Metz, ne? Ja. Was ist tatsächlich wahr? Das ist ein Problemchen. Hier vorne fällt doch jemand. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert, aber ich glaube, es ist smarter, wenn ich kurz mal Metz fahre. Ja. Ganz komisches Early Game. Aber hey, 3 Kills haben wir. Kann nur besser werden. Leben auch noch genug, um eine geile Runde zu spielen. Und wahrscheinlich sind die Besten auch immer noch alive, Bro. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben übrigens, ob ihr schon mal Earnings in Fortnite mitgenommen habt. Und falls nicht, ist das natürlich nicht schlimm. Dann seid ihr wahrscheinlich, ne,
bisschen jünger, spielt vielleicht noch nicht so lange Fortnite oder... Nein, no front natürlich. Wenn ihr ein bisschen älter seid und auch keine Earnings habt, dann ist es auch nicht schlimm. Junge. Was ich damit sagen will, ist, wart ihr schon mal kurz davor, eventuell Earnings zu holen? Oder schreibt überhaupt mal rein, ob ihr selber Cups spielt, wo man den Earnings mitnehmen kann. Weil wenn man casual einfach nur just before ein bisschen Publix und Ranked spielt, kann man auch keine Earnings machen. Das ist ja klar, ne Flo? Oh, ich habe einen Einfall. Epic Games überwiesen. Weißt du wie? Ja, wie? Man kann Content Creator Earnings machen. Weißt du wie? Man macht ein geiles TikTok, zum Beispiel über dieses Video hier, ja? Wie ich gerade hier eingeblendet bin mit Florian. Und dann, ja, auch mal sagen... Hier, coole YouTuber, Supporter lassen, Creator-Code von den Jungs eintragen und eventuell geht das TikTok viral und du machst mit diesem TikTok Geld. Also, wenn ihr das jetzt machen wollt, das ist die neue Gewinnmasche, dann kommt in die Gruppe. Bruder, ich wollte eine Überleitung finden zum Creator-Code, das war so schlecht. aber die Überleitung zum Creator-Code funktioniert trotzdem, weil, wenn ihr extra supporten wollt, könnt ihr gerne den Creator-Code Magic in dem Itemshop eintragen. Das ist natürlich sehr, sehr geiler Buffer-Support und sehr, sehr geile Überleitung. Oh mein Gott. Alter, was ist das denn für eine Karre? Achtung, 500 Meter Snipe incoming. 3, 2, 1. Oh! Der war eigentlich drauf von mir. Flo, die leichtesten Snipes sind die schwersten. Das ist immer so. Ja, es ist wirklich so. Aber ich sag mal, wie es ist. Das war ein Fortnite-Bug. Ich war drauf eigentlich. Die leichtesten Snipes sind die schwersten. Oh, geil. Kein Plan, ich will in die. Nein. Oh, man, Flip. Ich will da einfach reinfallen in die Box. Hallo? Oh. Nein, über dir, ne? Pass auf, bitte. Ja. Oh. Warte mal hoch zu dem Kollegen. Sag mal kurz Hallo. Direkt zugebaut, ne? Junge, Reflex einer Katze. Da hat der Oberrat eher Reflex eines Meerschweinchens. Oh, geil. Oh, Florian. Da muss ich, ne? No! Oh mein Gott, was ist das denn für eine Kacke jetzt? Flo, ich sag dir ehrlich, ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, bei dem können wir seine Stats abgreifen. Oh mein Gott. Ich habe da echt ein Gefühl. Ich weiß, bei dem. Dass, ich weiß, dass er ein Stein ist. Noch 200 Bills. Also 200 Mets, meine ich. Er baut wieder so viel, das wird sich um alles gehen. Der Mann, der spielt um Earnings gerade hier. Oh, das ist seine. Oh, das ist gar nicht gut. Ganz doll Angst, dass du gecleant wirst, ne? Ich hab auch ganz doll Angst gerade. Deswegen gehe ich mal taktisch nach hinten. Ja, ja. Mach mal Rückzug. Den kannst du auch noch im Endgame fighten. Den sehen wir uns nochmal. Wir sehen uns immer zweimal im Leben. Ich laufe hier so ohne Metz rum, ohne Heal. Ich habe gar nichts. Oh, ein paar Slabfässer, die nehme ich gerne mit. Oh, ein bisschen Gemüse und Obst. Auch gut. Jetzt glaubst du nur mal ganz kurz hier im Biggie. Ja, Kuss. Oha. Geil, die kriegen ein Leckerli, die Katze. So, gehe ich zur Insel oder gehe ich nicht zur Insel? Hm. Oh, warte mal. Ah, warte. Das ist der von vorhin. Das ist der, den du einmal gesniped hattest, aber dann bist du auf den oberen gegangen. Lara Croft. Kann ich auch einfach mal hinterher gehen. Dann Flo, Wir haben immer noch. Warte. Der leichteste Snipe, Flo. Ist der schwerste. Ich sag's dir. Es ist immer so. Der war voll schwer, der Snipe. Weil er so leicht war. Deswegen, ja, genau. Wenn die sich bewegen, dann kann man nämlich die Bewegung, die kann man super gut einschätzen. Wenn sie aber stehen bleiben und dann nur ganz kurz bewegen, das kann man ja nicht wissen. Ne? Deswegen sind solche Snipes sehr schwer. Aber wir gucken jetzt, was Florian hier draus macht. Magikin, der Magier, der muss es hier ein bisschen zaubern. Wir wollen nämlich hier die Stats jetzt herausfinden, mal von einem. Bisher nur private Profile, das ist geisteskrank. So ist nicht. Elite-Spieler, Champion-Spieler, Unreal-Spieler können drin sein, wenn die Lobby, ne, wenn nicht genug Unreal-Spieler gefunden werden können. Und Flo Craig hier die Spieler gut. Geil. Du bleibst jetzt hier. Geil. Du bleibst jetzt hier. Du bleibst jetzt hier. Das war's mit dem. Misha, Absoluto Misha, V. Absoluto V, ja. Und jetzt bitte gib uns ein Profil, das nicht privat ist. Ich sag dir jetzt schon: Profil ist nicht privat, Minion. Oh, war richtig. Letzte Season ein Unreal-Spieler. Oh, ja? Aber muss ich kurz. Nee, muss ich kurz sagen: Hat nicht für einen Unreal-Spieler gespielt. Sorry, muss ich sagen. Okay, vielleicht wurde er gecarried. Probiert diese Season so. Jetzt gerade ist er in Rang 3, um ganz genau zu sein. Hat keine Earnings und ich guck mal ganz kurz: Spielt er denn überhaupt Cups, der Mann? Der Mann, der spielt, der hat einen Rank-Cup gespielt, aber er hat keine Earnings. Hat insgesamt auch noch 4 Cups in seinem Leben gespielt. Glaube aber. Ja, ich wollte genau sagen, dass hier vor jemand mir in dem Busch ist. Ich geht jetzt weg. Ich hab Angst vor einem Sniper. Er hat einen Coachella-Skin. Ist er da hinten? Ja, ja. Ja, das ist jetzt der andere. Das ist ein anderer. Aber den kannst du holen. So, casual. Ja, den holst du auch. Nein, der kommt mit dem Kill. Nein! Nein, das bin ich für einen. Nee, also das wird mich jetzt sauer machen jetzt auch. Nein, das kann nicht sein. Das war mein Kill, den wollte ich tracken. Der hat safe 10.000 Earnings gehabt. Was ist das? Steig aus. Steig aus. Hallo, steig aus! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie viele Leute sind hier bitte? Oh, der ist hungrig, der Typ. Das ist der von vorher, Flo. Ja, weißt du? Ja, Konzentration. Der ist hungrig. Der ist vorher auf sehr gute Peaks gegangen. Muss aufpassen auf den. Starker Hit. Hast noch gut Harz. Alles gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, die teamen auf mich. Weißt du was, Bro? Man sieht sich dreimal im Leben, aber ich will eigentlich nur auf der Insel kurz hoch. Wenn ich irgendwo einen Drift habe, da hinten mal. Starker Hit. Schon, den will ich nicht. Meine baut auch später nach oben, es wird keinen Morgen geben. Oh nein. Nicht ins Drift rein. Nein. Nicht alle so low. Du kommst nicht weg. Bruder Herz. Aber den musst du verfolgen, Minion. Ich klebe an dir wie. Weiß ich nicht. Ey, wenn der jetzt aus der Luft gesniped wird, dann bin ich sauer. Ja, wenn du aus der Luft gesniped wirst, dann bin ich sauer. Dann bin ich auch sauer, ja.
Bitte. Oh. 30 Wild, geht down jetzt. Nein. Nein. Nein! Maxify ist das. Das ist Maxify. Oh, kurz die Metz. Okay, hast super Metz, super Metz, super Metz. Geil, so verdient. Maxify. Nein. Maxify geht weg. Nein! Flo. Was ist das hier? Das kann nicht. Was ist das hier gerade? Das ist die nervigste Runde, so die ich jemals gespielt habe. Maxify, bitte! Maxify, gib auf jetzt, Minion. Komm schon. Nein, ist Maxify nach links oder nach rechts? Der ist nach links, glaube ich. Bitte gönn doch jetzt einmal den Kill, Maxify. Das ist eine Granate. Ja, wirklich. Oh, bitte, ich hasse dieses... Okay, schreibt mir jetzt in die Kommentare, wenn ihr dieses luftbändige Item auch genauso hasst, wie es ich hasse. Es ist zwar geil zum Rotieren. Oh, da kommt noch einer. Wenn der jetzt auch clean, ne? Und jetzt mein Kill. Oh mein Gott! Nein! Was passiert hier? Also der Coachella-Skin da, ne? Er hat ihn. Ich kann das nicht mehr. Der muss er jetzt holen, bitte. Und der nächste kommt, der wird wieder gecleant. Nein, ich kann das nicht mehr. Ich habe noch nie so ein Game gespielt wie hier, ne? Ja, ist auch echt belastend. Nur nicht selber gesniped werden oder so. Das ist ganz wichtig jetzt. Ey, das gibt's nicht. Aber die Jungs, so wie sie spielen, guck mal, oh mein Gott. So wie die peaken und so wie sie sich positionieren auch in Zone, ist jetzt gar nicht so schlecht. Also die spielen schon so, dass die wollen auf jeden Fall was reißen in der Runde. Und vielleicht auf den warten, weil der muss irgendwann rauskommen, glaube ich. Ja. Der checkt nicht, dass du da bist. Ja, der checkt's nicht. Der muss zu dir. Pressure. Zack. Gib mir jetzt diesen Kill, bitte. Fall doch einfach um. Oh mein Gott, endlich. SNTN Kilian. Mit 2L, oder? Ja. Okay, wir gucken. Ja, den gibt's. Letzte Season war... Nee, in der OG-Season war er unreal. Letzte Season hat er gar nicht Rank gespielt. Diese Season ist er Diamant 3. Wir gucken mal, ob der die ein oder anderen Cups gespielt hat. Aber nee, tatsächlich gar nicht. Nur ein Trios-Champion-Hype-Cup. Es war eigentlich auch... Oh mein Gott. Ja gut, nicht unbedingt vorherzusehen. Ich weiß nicht, ob du das gerade mitbekommen hast. Ich hab den Snipe gesehen, geil. Den Coachella-Skin, der ist auch sehr, sehr, sehr interessant, ne? Der Spieler ist wirklich sehr interessant. Den will ich eigentlich haben, ja. Ja. Oh. Let's go. Pass auf Snipe. Ja, der ist sehr Sniper-hungrig, der Typ, der liebt seine Sniper. Wir können nicht alle die ganze Zeit weglaufen von mir, es ist nicht möglich. Let's go. Aber nicht heute. Oh. Pass auf Sniper, bitte. Da kommt noch einer, ne? Ein dritter. Kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass ich ihn jetzt wieder nicht bekomme. Ich kann das alles nicht mehr. Das ist die verfluchteste Runde jemals. Junge, was kommt hier? Ist ein Tannenbaum. Was macht der Tannenbaum jetzt da ich random? Ich weiß auch nicht, jetzt kann ich auch wieder nicht fighten. Warum fliegt der Tannenbaum jetzt? Flo, geh zum Tannenbaum. Der ist in der Holzbox, bitte. Der ist in der Holzbox, der Tannenbaum. Junge, ich spiele einfach im Solo-Cash-Cup auf einmal. Guck auf links. Hinter dich. Warte mal. Du musst da raus, mein Bruder. Den kriegst du jetzt, komm. Let's go! Lemixox. Okay. Den werde ich nicht finden, Flo. Nee, den finde ich nicht. Schade. Aber wir haben noch drei andere Gegner hier drin. Ja, die sind alle ganz gut. Vor allem der Coachella-Skin, den will ich... Ich will unbedingt wissen, was mit dir ist. Du hast noch gut Metz, ne? Du hast komplett harte. Oh, und der Coachella-Skin! Ist das? Nee, ja, hat einen geholt. Das ist so eine komische Runde. Wir haben auf einmal das Haus durch. Die fighten. Ja, die fighten. Okay, warte. Vielleicht hochcranken jetzt, hochcranken. One. Oh mein Gott, er ist oben. Cool. Super Crack. Das ist der Weiße von ganz am Anfang, Nein. Oder? Oh mein Gott, du Spinner. Ich glaube, das war der. Das war der 100%. Ich glaube schon, dass es der war. Oh mein Gott. Wir gehen ganz kurz ins Replay und checken den. Oder wir sagen, wir machen noch eine Runde, weil die Runde war so komisch. Ich weiß gar nicht, was hier passiert ist. Rein da. Runde 2, diesmal in Reckless. Und hier sind schon wieder ein paar Kollegen. Zum Beispiel der hier. Was machst du hier? Das ist mein Spot. Ich räume auf. Die Runde wird auf jeden Fall 10-mal so geil wie die letzte. Und ich hoffe auch, dass wir diese Runde endlich mal ein paar Mal Leute tracken können. Also das wäre gerade respektlos. Also ich kann jetzt zuschauen. Ich gehe schon wieder rein. Und ich habe noch den von der letzten Runde. Und zwar heißt der Mann 6L5Q5X6. Ein sehr, sehr weirder Name. Kann dir aber sagen, der war Gold 3 tatsächlich nur. Hat in der OG-Season war er aber unreal. Zwischen Season, also jetzt in Season 1 von Chapter 5 hat er scheinbar nicht gespielt. Also sehr, sehr wahrscheinlich auch ein Smurf-Account. Der wahrscheinlich irgendwie zweiter Account von irgendjemandem. Und Cups spielt er auch nicht. Also da sind auch ein relativ, ja, sehr alte Cups. Wahrscheinlich ein zweiter Account. Oh mein Gott, sehr stark. Richtig. TFU-Effe. Nee, ich finde, nee. Egal. Da muss ich halt noch einen Instant töten, damit wir ein bisschen checken können, was die so da hier haben. Mhm. Oh, ist das schon der nächste? Wo sind zwei? Stark. Oh, der schwitzt aber gut rein. Der hat irgendwie Full Splasher. Fürs Early Game hat er auf jeden Fall guten Saft, aber ja. Er hat sogar noch einen Saft. Ey, warte ganz kurz, Bro. Wir machen kurz einen taktischen Rückzug wieder. Warum ein bisschen mehr HP für den? Wir haben alle so krassen Loot hier. Warum? Woher? Ich will doch einfach nur ein bisschen Schild, dann kann ich fighten gehen. Oh, Mann. Ey. Hier, aber. Oh, endlich Minis, geil. So.
Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Oh mein Gott. Ah, hab ich dich. Plan leider nicht aufgegangen, Bro. Und ich mit dir. CKG. CKG-GXXR. Okay, suchen. Tatsächlich. Chapter 4, Season 4 war ja Unreal. Das war sein Peak-Rank. Er war Season 1 von Chapter 5 Unreal in der OG-Season Unreal. Also es ist ein Typ, der ist immer Unreal mit diesem Account. Jedes Mal wieder. Okay. Und es ist unser erster Spieler mit 235 PR. Der spielt also sehr gerne Fortnite Cups. Geil. 235 PR, muss ich aber auch dazu sagen, war in Zero-Build. Trotzdem muss man dazu sagen, dass er jetzt nicht der aktivste Cup-Spieler ist. Also der spielt ab und zu mal. Ja, ist ja auch in Ordnung. Klasse, wir fahren ja ein bisschen Turniere spielen. Aber geil, dass wir schon mal zumindest jemanden mit PR gefunden haben. Jetzt noch jemand mit Earnings dazu und es wäre ein perfektes Video. Ich bin auf jeden Fall auch ziemlich gut ausgestattet, die Runde. Gute Mats, gute Heal, gute Waffen. Bin bereit für die nächsten Gegner. Wie läuft es eigentlich gerade so abonnentenmäßig auf dem Kanal? Erreichst du dieses Jahr die 100k, sagst du? Ja. Deswegen. Ist das, eine Frage, ist das jetzt eine Frage fürs Video? Achso. Ja. Ja, ich glaube, dieses Jahr können sich 100 ausgeben. Ich glaube, jetzt kommt das Ich glaube. So, also davor. Gut, warte mal. Ihr wisst Bescheid, ne? Abonnieren, weil sonst ist die Confidence vom Mann komplett weg. Und die braucht er jetzt für diese Lobbys. Weil wir wollen ja viele Kills sehen. Er braucht die Confidence. Gut, den Reifen kaputt geschossen. Komplett den Wagen im Arsch jetzt. Komm. Ich bin mal, was willst du denn? Was willst du denn? Was willst du denn, hä? Ja, oh, er will in dein Auto, glaube ich. Er soll da doch reingehen. Ich habe noch einen Impuls. Dann geh doch ins Auto rein. Nee, er kommt nicht mal rein, Dog. Nein, er ist nicht. Dann geh doch ins Auto rein. Ja, den Pickaxe-Trick, aber am Kran, oh, 060. Nee, man findet den nicht. Komm wieder nicht, das kann nicht sein, dass wir heute den ganzen Tag nicht, nicht finden, aber... Unlucky. Falls ich mich irgendwie vertippen sollte, vergucken sollte oder vielleicht irgendwas, keine Ahnung, vielleicht dann einen, bei so einer Null, kann es ja mal ein O sein oder ein O kann eine Null sein, dann blendet es natürlich Magier hier im Nachhinein nochmal mit ein, oder? Ja. Okay, Nitro 7537. Nochmal, das zweite war? 7537. Ja, den gibt's. Ja, das war ja auch. Ja, er ist unranked. Oh, perfekt. Hä? Das ist auch ein komplett neuer Account. Okay. Das ist deine allererste Runde gewesen. Und Flo, du hast die Bände. Schade, für ihn. Das ist cool. Ja, ich muss jetzt vorne kurz mal rein bei den Jungs, weil die fighten sich und holen sich meine Kills, die ich eigentlich haben will. Gut. Nein, nicht schon wieder. Ah, Mann. Komm immer weg. Der nächste kommt. Ganz hoch zu dir, ne? Wir alle hoch zu mir. Heute ist irgendwie Tag. Tag des Highgrounds. Irgendwas blieft. Oh, Lara Croft, vielleicht von der letzten Runde. Ist sauer auf dich. Kann sein, ja. Boah, es wäre so geil, wenn du eine Sniper-Muni hättest, ne? Ja. Stark. Nein, oh. Er fällt wieder nicht um. Da musst du rein, da musst du rein. Der ist hier runter. So, und am Strand war noch einer, ne? Pass auf, glaube ich. Ja, generell noch ein paar. Wie viele Leute sind denn hier schon wieder? Starker Hit. Oh stark! Mein Gott! Crazy-AZ27. Komm, den finde ich jetzt. Crazy. Hä? Oh Mann, die gibt's nicht, Flo. Mann, ey, das ist die verfluchte Folge heute. Aber warum findet man diese Spieler nicht? Also ich finde es komisch. Ist auch nicht. Vielleicht ist wirklich irgendwie heute Tag des Privatseins oder so. Das nervt mich aber. Das sind so Tag gute Kills. Tag des Cleanes und Tag des Privatseins. Ja, da war aber vorne schon der nächste irgendwo, glaube ich. Oder auch nicht. Oder läuft er weg. Weißt du, dass du da bist? Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Der nächste kommt. Stark. Nein. Vor allem der vorher weggelaufen ist mit dem Windding. Auch noch so eine Nervensäge, den musst du holen jetzt. Der hat sich so verdient, in die Lobby geschickt zu werden. Also mehr als ein Schulterwackler in der Lobby hat er nicht verdient. Nee. Jakob schon wieder, macht den gleichen Move. Komm schon. Nein. Bitte. Nein, wenn er wieder gekillt wird. Bitte. Das kann nicht wahr sein. Florian. Ich kann das alles. Nein, bitte lass mir. Kann nicht sein! Oh mein Gott, hast du meinen Kreischer gehört? Nein, hab ich nicht. Hast du meinen Schrei gehört? Oh mein Gott, ich hab wieder einen kompletten Voice-Crack. Ich muss Wasser trinken. Kann nicht sein, das dümmste Lobby jemals. Das war das dümmste Game. Ich krieg sogar einen Uprank dafür. Mann, ich will keinen Uprank, ich will meine Gegner sehen. Och, Mann. Den Kreischer schneidest du raus, ne? Den Kreischer schneide ich so rein, der ist so drin im Video. Gut, Freunde, wir lassen es einfach so stehen, wie das ist, weil ich habe gesehen, wenn wir jetzt noch eine Runde machen würden, ich würde wetten, die nächsten 10 Gegner sind alle privat und ich werde in der nächsten Runde einfach noch 3 Matches snipen. Deswegen war das einfach eine gute Runde und eine, naja, die Runde kommentiere ich nicht. Es waren trotzdem einige sehr interessante Gegner dabei. Schreibt mir in die Kommentare, ob wir das Format bald wieder machen sollen und dann so. Ja, dann ganz kurz. Unreal-Rang. Genau, das würde ich hier gerade vorschlagen. Es wäre richtig geil, am Ende der Season nochmal das ganze Unreal-Lobbys, weil in Unreal-Lobbys, da finden wir wahrscheinlich richtig, richtig, richtig crazy Spieler. Das wäre geil. Genau, schreibt es gerne in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt. Und checkt Alvi ab, falls euch der Content gefallen hat. Vergesst noch nicht, Creator Code Magic in den Item Shop einzutragen und den Kanal zu abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und ciao. Tschüssi.